Ja, das ist das sechste von den Seminaren dieser Woche zu dem Thema Zeolit. Und es steht natürlich auch unter dem Motto Leben ohne Krankheit. Leben ohne Krankheit hat ja viele Faktoren, mit denen wir das beeinflussen können und zu dieser erhöhten Lebensqualität kommen können. Und ich denke, es ist unbedingt notwendig, über Faktoren oder Methoden zu informieren, besonders in einer Welt, wo das Gesundheitswesen von Profit orientiert ist und über die Methoden, die wenig Profit verheißen und nur in Anführungsstrichen das Wohl des Patienten haben, in einer solchen profitorientierten Gesundheitsgesellschaft wird darüber ganz bewusst nicht informiert. Und dem möchte ich entgegengehen und Ihnen auch mit dieser Reihe und mit diesen allen anderen Aktivitäten, die ich habe, wie zum Beispiel AG Smart Informationsdienst, möchte ich dem entgegentreten. Wir sind ja in einer Welt, wie schon gesagt, des hohen Einflusses und ich denke, das ist die höchste Priorität bei den Leistungserbringern, Profitentwicklung, Profiterbringung und nicht etwa das Wohl des Patienten. Und in dieser Welt kommt das Gesundheitswesen der Entwicklung des Wissens in der Medizin auf der Welt überhaupt nicht nach und hinkt hinterher. In einer Welt, wo sich das Wissen alle 5 Jahre verdoppelt und das ist die Systeme, die Leistungskataloge der Krankenkassen, seien sie privat oder seien sie gesetzlich, dem nicht nachkommen, das nicht integrieren, was es an neuem Wissen gibt, haben wir sozusagen alle 5 Jahre einen Verlust von 50%. Und Sie können nachrechnen, das bedeutet, dass seit 1985 dort gab es die letzte große Änderung der Leistungskataloge. Alles andere ist marginal und verschwindend gering. Seit 1985, wenn Sie das rechnen, und jeweils nach 5 Jahren sich eine Verdopplung im Wissen und nicht Verdopplung und nicht Veränderung in den Leistungskatalogen entwickelt, beziehungsweise nicht entwickelt, ergeben sich sozusagen nicht einmal mehr 2% des Wissens, was uns angeboten wird über die Leistungskataloge der Krankenkassen. Nicht einmal 2%, das heißt, 98%, mehr als 98% werden Patienten in Deutschland vorenthalten. Und dem möchte ich begegnen, indem ich informiere. Und dann kann jeder selbst entscheiden, ob er diese Methoden einsetzt oder nicht. Er kann frei entscheiden, leben ohne Krankheit. Und da die meisten Methoden, ich denke vielleicht sogar alle Methoden, die ich vorstelle, über die ich informiere oder die ich selbst entwickelt habe, keine Risiken, Gefahren, Nebenwirkungen, Folgeerkrankungen beinhalten, ist man auch in der Lage, diese Methoden selbst anzuwenden, in Selbstausführung, Selbstanwendung, das zu testen, wie man damit zu Leben ohne Krankheit kommt. Denn nicht immer ist es so, dass man in der Nähe einen aufgeschlossenen, mutigen Arzt oder Heilpraktiker hat, der diese Methoden anbietet. Ja, das ist sozusagen der große Komplex. Aber in dieser Woche, Entschuldigung, geht es um die segensreichen Wirkungen, Anwendungen, Empfehlungen für Naturzeolith. Und schon bin ich beim Thema. Mein Blick zur Uhr sagt mir, dass wir es jetzt pünktlich haben. Wir wollen beginnen, um nicht diejenigen, die sich pünktlich eingewählt haben, dass die denen gegenüber wäre das eine Unhöflichkeit, jetzt nicht zu beginnen. Ja, im Rückblick haben wir heute zu dem Thema das sechste Naturzeolith-Seminar. Die Seminare kann man live besuchen, aber wenn man nicht die Zeit hat zum Live-Besuch bzw. Gelegenheit hat, da vor einem Computer oder vor seinem Smartphone zu sitzen und im Seminar live zu folgen, da kann man natürlich auch die Aufzeichnung nutzen. Voraussetzung ist dafür, dass man sich registriert hat. Und das habe ich in meinen E-Mails Ihnen ja auch schon mitgeteilt. Registrieren ist notwendig, dann bekommen Sie die Aufzeichnung. Und wenn Sie die Aufzeichnung verfolgen, können Sie sogar noch Fragen stellen, die dann zu mir weitergeleitet werden. Ja, ansonsten heute wie immer, Fragen werden am Ende meiner Ausführungen beantwortet. Sie sehen da rechts im Bild dazu die Möglichkeit, den Chat zu benutzen. Tragen Sie Ihre Frage in den Chat ein. Ich werde am Ende der Ausführung darauf eingehen. Sollten es Fragen sein, die vertraulichen Charakter haben, dann können Sie mir die auch per E-Mail senden. Die E-Mail-Adresse teile ich Ihnen gleich mit. Ja, zu Beginn, um uns richtig einzustimmen, möchte ich Ihnen das
Video vorstellen, was mich selbst emotional jedes Mal sehr betrifft, aber auch, und auch aus dem Grunde spiele ich Ihnen das vor, eine Motivation bringt, seinen Lebensstil, seine Lebensänderung vorzunehmen mit der Richtung auf gesundes Leben. Hier geht es darum, dass es zwei Möglichkeiten gibt, die letzten 10 Jahre des Lebens zu verbringen. Sehen Sie sich das an. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at Make Health Last. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mich beeindruckt das, wie gesagt, jemals sehr, zu sehen, wie man doch die letzten Jahre verbringen kann, wie kontrastreich das sein kann, wie das Leben auch so ist, je nach Individuum. Aber auch dabei zu erkennen, und das ist die Aufgabe heute, aber auch zu erkennen, wie man es beeinflussen kann. Ja, jetzt bitte ich Sie mit Beginn der Ausführung dann auch Ihre mögliche Störung abzuschalten. Das heißt, schalten Sie Ihr Funktelefon aus auf leise oder stumm. Versuchen Sie, den Ausführungen konzentriert zu folgen, denn es kann sein, dass es lebenswichtig für Sie, für das Leben und lebenswichtig für die Gesundheit ist, worüber wir heute sprechen. Wir sprechen ja heute über das Thema Naturzellit, ganzheitliche Entgiftung. Und das ist das sechste der Themen. Und bei allen sechs Themen werde ich immer wieder gebeten, vorher die Bücher, wo man Interessantes weiter dazu nachlesen kann, vorzustellen. Und ich mache das heute im absoluten Schnellgang. Erstens das Buch von Dr. Ilse Tripnik, Der Stein des Lebens. Ein wunderbares Buch auf der Basis der klinischen Erfahrung der sehr bekannten Ärztin Ilse Tripnik, die sie in 10 Jahren bei der Bekämpfung von Krankheiten mittels Naturzellit bei ihren Patienten gewonnen hat. Das zweite Buch ist von Karl Hecht und geht etwas näher ein in die naturwissenschaftlichen Bezüge beziehungsweise auch ganzheitliche philosophischen Herangehen und ist von dem mir bedeutendsten Wissenschaftler auf dem Gebiet der Gerontologie von Professor Karl Hecht geschrieben. Zeolit, Lebenskraft durch Urgestein. Unbedingt zu empfehlen, genauso wie sein etwas schmaleres Buch Antworten auf 1000 Fragen zur gesundheitsfördernden Wirkung des Naturzellits. Sicherlich bei diesen Antworten auch Antworten auf Ihre Fragen zu finden. Und schließlich viertens dann Naturmineralien, Regulation, Gesundheit, ebenfalls von Karl Hecht, Professor Karl Hecht. Und dieses Buch geht näher in die wissenschaftlichen Hintergründe und naturwissenschaftlichen Zusammenhänge ein. Auch alle 4 Bücher von mir zu empfehlen für Menschen, die sich für dieses Thema interessieren. Und es lohnt sich, dafür zu interessieren, denn es verheißt Leben ohne Krankheit. Ein Baustein dafür stellt auch Naturzellit dar. Ja, wir hatten die Woche oder haben die Woche 6 Seminare, die jeweils um 10 Uhr begannen. Da ist es erst einmal die Entgiftung als eine Frage des Überlebens gewesen. Am Montag, am Dienstag folgte das Thema effektiver Helfer bei Chemo- und Strahlentherapie. Mittwoch dann So hilft Zeolit den Diabetikern. Donnerstag mit Zeolit erfolgreich bei Polyneuropathie. Fünftens dann, also gestern am Freitag, Jungbrunnen Zeolit, gesund stein alt werden. Alle diese liegen auch als Aufzeichnung vor für diejenigen, die sich haben registrieren lassen. Und heute geht es um das Thema ganzheitliche Entgiftung. Zu meiner Person
kurze Vorstellung für diejenigen, die sich heute hier neu zuschalten. Ich bin Werner Ulrich, von Beruf klinischer Strahlenphysiker. Ich komme aus den Bereichen Radiologie, Nuklearmedizin, Strahlentherapie. Ich bin Geräteentwickler, insbesondere für Geräte gegen Schmerzen und gegen Parasitenbelastung. Ich bin Geschäftsführer, Buchautor, Patentinhaber mehrerer Patente. Und meine Aufgabe besteht darin, Menschen über Methoden für Leben ohne Krankheit zu informieren. Dabei geht es um Methoden, die einfach bloß nicht bekannt sind, vermeine ich, oder Methoden, die ich selbst modifiziert oder entwickelt habe. Allen Methoden, allen Mitteilungen ist gleich, dass es um Methoden geht, die ohne Risiken, Gefahren, Nebenwirkungen oder Folgeerkrankungen existieren. Und sie haben somit den Vorteil, dass sie selbst auch durchgeführt werden können in Selbstbehandlung oder Selbstanwendung. Ich helfe also Menschen, schmerzfrei zu leben. Wer sich mit mir verbinden will, also mit mir kommunizieren will, der kann das heute über den Chat tun, aber er kann es auch über die E-Mail-Adresse werner@ulrich-mtc.de tun. Ich will nochmal darauf verweisen, dass man auch während der Betrachtung der Aufzeichnung, also lange nach dem heutigen Live-Seminar über Nutzung der Aufzeichnung, dass man dort auch Fragen stellen kann. So ein wichtiger Hinweis, der ist immer notwendig, schon aus rechtlichen Gründen. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose- oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte einen Arzt und Heilpraktiker. Ich denke, das ist klar, aber eben auch notwendig. Wen interessiert das, was wir heute bringen? Sie erfahren heute, wie auch zu jedem der 5 vorangegangenen Live-Seminare, wie das Vulkanmaterial Zeolith Clinoptilolith Ihr Leben und Ihre Gesundheit retten kann. Ein hoher Anspruch und deshalb auch mein Wunsch oder meine Aufforderung an Sie, konzentrieren Sie sich auf die Ausführung, machen Sie eventuell Notizen. Und wenn Sie etwas nicht verstanden haben, stellen Sie Fragen oder sehen Sie sich einfach die Aufzeichnung dann später noch einmal an. Ganzheitliche Entgiftung. Wir sprachen ja schon mal am Montag über Entgiftung. Und die ganzheitliche Entgiftung, über die wir heute sprechen, hat einen anderen Aspekt. Ich denke, einen umfassenderen Aspekt. Und es ist notwendig, auch darüber zu sprechen. Deshalb der heutige Termin. Erstens. Zeolitheinnahmen sind ein gewichtiger Schritt, doch nur ohne Änderung krankmachender Gewohnheiten gibt es keine Gesundheit auf Dauer. Das ist der erste Satz. Lassen Sie den auf sich wirken. Zeolitheinnahmen sind ein gewichtiger Schritt, doch ohne Änderung krankmachender Gewohnheiten gibt es keine Gesundheit auf Dauer. Zweitens, die Befreiung des Körpers, Entschuldigung für den Schreibfehler. Die Befreiung des Körpers von Gift und Schadstoffen hat höchste Priorität und hat sogar vor der Diagnostik zu erfolgen. Also beide Dinge sind zu beachten und wir werden es hier etwas näher erläutern und unter Augenschein nehmen. Wenn es um die Entgiftung geht, so kennen Sie schon aus vorangegangenen Seminaren und Beiträgen von mir, besonders auch im Infodienst AgelSmart, die enorme Bedeutung von Naturzeolith. Insbesondere, wenn dieser von geeigneter Qualität ist. Heute möchte ich methodisch in der Problematik von ganzheitlicher Entgiftung etwas anders vorgehen. Sie sehen an der dargestellten Folie hier im Bild, dass es um 2 Teile oder Bereiche geht. Wir haben einmal Geist entgiften und zum anderen Körper entgiften. Im Verlaufe der Ausführungen erkennen Sie, dass das eigentlich ein einziger und untrennbarer Komplex ist, den man nicht in 2 Teile trennen kann. Aber ich tue es trotzdem zum besseren Verständnis der dargestellten Thematik. Es geht also erstens um Geist entgiften, zweitens um Körper entgiften. Erkennen Sie mit mir, dass wir notwendig zu einer, hier steht es auch in der Folie, Körper-Geist-Seele-Entgiftung kommen, wenn wir erfolgreich vorgehen.
Oder umgekehrt, für den Erfolg ist es notwendig, dass wir als Körper-Geist-Seele-Heilung vorangehen oder Körper-Geist-Seele-Entgiftung. Vielleicht ist es für Sie erstaunlich, dass ich als klinischer Strahlenphysiker, Naturwissenschaftler und Ingenieur so hohen Wert auf die Entgiftung mit Beteiligung ja hoher Priorität des Geistes, dass ich darauf Wert lege. Längst ist mit naturwissenschaftlichen Messverfahren der Beitrag oder der Beleg dafür vorgelegt worden, dass psychische Größen, also geistige Größen und auch Größen der Seele Einfluss auf materielle, objektive und körperliche Prozesse haben. Längst ist das bewiesen. Somit habe ich also auch gar kein Problem als Naturwissenschaftler, über eine solche Kategorie zu sprechen. Ich bin mir im Laufe vieler Studien, das sind eigene Studien und Studien anderer Wissenschaftler, und im Prozess des eigenen Lernens der Bedeutung von Geist und Seele in Bezug auf Entgiftung, oder nehmen wir es gleich eine Nummer größer, in Bezug auf Leben ohne Krankheit, voll und ganz bewusst geworden. Obwohl wir eine Einheit von Geist und Seele akzeptieren, kommen wir zuerst zur Entgiftung des Geistes. Sie gehört auf jeden Fall zur ganzheitlichen Entgiftung dazu und ist für mich nicht mehr wegzudenken von diesem Zusammenhang. Das erwähnte ich schon. Mit ganzheitlicher Entgiftung ist zunächst erst einmal eine Änderung des krankmachenden Lebensstils gemeint. Ändern wir unsere tägliche Lebensweise, beginnend mit der inneren Einstellung und der, in Klammern, Geist des geistigen Umdenkens in Richtung gesunder Gewohnheiten und Denkweisen, so können wir erstaunlich starke Selbstheilungskräfte entfalten, die ohne diese Änderung passiv in den Schlummern würden. Also durch unsere Änderung der täglichen Lebensweise, durch das Umdenken in Richtung gesunder Gewohnheiten, machen wir Selbstheilungskräfte frei. Die Zeiten, in denen der betroffene Mensch, also wir können auch sagen der betroffene Patient, seiner Eigenverantwortung am Verlust seiner Gesundheit nicht erkennt, sind meines Erachtens längst vorbei. Der wissende und bewusst lebende Mensch, und ich gehe davon aus, dass die Teilnehmer an diesem Seminar dazu gehören, sind somit mündige Patienten und haben ihr Heil selbst mitzubestimmen und mitunter selbst in die Hand zu nehmen. Das ist unbedingt notwendig. Ein Anfang ist schon dadurch getan, dass er sein Wissen erweitert, so wie Sie das heute tun, zum Beispiel beim Besuch dieses Live-Seminars. Wir haben also Folgendes zu verstehen. In unserem Gehirn befinden sich Zentren für unsere Emotionen, für Schmerzen, für Hunger, für Durst, für Angst und Freude. Dafür sind diese Zentren zuständig, und also für Angst und Freude und so weiter, und sie sind ganz eng mit unserer Abwehr gegen die Erkrankungen, mit der Steuerzentrale für Hormone vernetzt. Also wir haben die geistige Verbindung zur Steuerzentrale für Hormone, die auch im Hirn sich befindet, nämlich in der Hirnanhangsdrüse. Wir wissen zum Beispiel, dass ein beliebtes Musikstück beispielsweise Freude in uns erzeugt. Glückshormone werden ausgeschieden, und was wiederum dazu führt, die Abwehrkräfte zu stimulieren. Das ist ja klar, Glückshormone stimulieren die Abwehrkräfte. In uns wächst dabei beim Anhören der Musik das Bedürfnis, zu dieser als Freude empfundenen Musik zu tanzen oder sogar in die Luft zu springen. Wenn wir solch eine Reaktion des Körpers kennen, warum dann nicht während einer medizinischen Behandlung das auch nutzen? Gibt man bei einer Chemotherapie einem Patienten die Möglichkeit, über Kopfhörer seine Lieblingsmusik zu hören, und sagt ihm, diese Infusion bringt Tropfen für Tropfen Gesundheit? Das wäre eine sehr hilfreiche Suggestion, deren Erfolg wir sogar messen können, und das können wir auch in Studien nachlesen. Längst wird es praktisch zur besseren Heilung weltweit erfolgreich genutzt. Bloß eben leider nicht überall. Betrachten wir einige Beispiele von Gesundheitsgeschichten von Menschen, die durch ihre geistige Anstrengung, nämlich ihre schweren Erkrankungen und Beeinträchtigungen in ihrem Leben, überwinden konnten. Natürlich ist das von mir vorgestellte geistige Vorgehen da nicht isoliert zu sehen, und isoliert würde es auch wirkungslos sein. Es gehört stets das geistige Vorgehen zu den körperlichen Prozessen, über die wir auch noch sprechen. Da denke ich an das Beispiel
eines querschnittsgelähmten Menschen, eines Mädchen in Norwegen. Das Mädchen, von dem ich spreche, war von früher Krankheit an querschnittsgelähmt und konnte somit nicht laufen. Obwohl die Mutter von allen Ärzten bescheinigt bekam, dass sich dieser Zustand nicht ändern kann und nicht heilbar ist, hat sie nicht nachgelassen, daran zu arbeiten, und zwar geistig daran zu arbeiten, dass das Kind wieder laufen kann. Es wollte es einfach nicht akzeptieren, dass da nichts zu machen ist. Der Wille zur Besserung prägte sich so stark in ihrem Hirn ein und alle Maßnahmen, alle Gedanken konzentrierten sich darauf und basierten auf der unumstößlichen Überzeugung, dass ihr Kind doch irgendwann wieder laufen kann. Es war also ein harter Kampf. Schließlich gelang es doch irgendwie, jedenfalls auf der Basis der geistigen und zielgerichteten Gedanken und des unumstößlichen Wollens, dass das Mädchen bald sich besser bewegen konnte und schließlich auch sogar richtig laufen konnte. Die Geschichte stimmt und hat real stattgefunden und geht wie folgt zu unserer Verwunderung weiter. Aus dem Mädchen wurde zu Olympischen Spielen die Goldmedaillengewinnerin im Mittelstreckenlauf, also in der Leichtathletik. Wenn es auch ein Einzelfall sein sollte, was ich jetzt eben vorgestellt habe, es ist wahrhaftig und real, doch ist es sehr, sehr erfreulich. Im Moment kann ich mich nicht einmal mehr erinnern, wann das Mädchen zu den Olympischen Spielen antrat und siegte, und ich weiß auch nicht mehr ihren Namen. Doch das lässt sich alles im Internet googeln. Wen es interessiert, der kann es dort nachholen. Mir kommt es darauf an, in diesem Beispiel zu zeigen, welche Kraft zur Selbstheilung, zur Entgiftung des Geistes innewohnt. Nicht nur dem erkrankten Körper muss geholfen werden, sondern auch die Seele muss geheilt werden. Wer sich ständig fragt, unter Mitleid und vollem Selbstmitleid bei der ihm eingetretenen Krankheit, warum gerade ich, der hat es schwer. Dabei ist es für eine Heilung unbedingt notwendig und unausweichlich, dass jeder Mensch zunächst seine Krankheit annimmt und erst dann mit voller Kraft gegen sie vorgeht. Und dabei ist niemandem Schuld dafür zu geben, schon gar nicht sich selbst. Die Krankheit ist als Impuls zu verstehen zu einer Änderung des eigenen Lebensstils. Und das hat natürlich etwas oder sehr viel mit Entgiftung zu tun. Eine Krankheit wird immer wieder auftreten und sich sogar dabei noch etablieren können, wenn der Betroffene nicht die geistigen und psychischen Veränderungen zu einem neuen und gesunden Lebensstil herbeiführt. Dabei geht es eben nicht nur um die konkreten Änderungen bei Ernährung, Bewegung, Zielorientierung der Tätigkeit, sondern auch um positive mentale Programmierung des Bewusstseins auf ein gesundes und somit glückliches Leben. So wird aus geistigem und mentalem folgerichtig Reales. Es muss also für eine ganzheitliche Entgiftung auch der Geist berücksichtigt werden. Es ist längst erwiesen, dass nicht enden wollende negative Gedanken im Kopf den ganzen Menschen krank machen. Um die erforderliche individuelle Gesundheitsstruktur oder Gesundheitskultur, Entschuldigung, zu entwickeln, müssen wir auch den geistigen Weg gehen. Lebensgewohnheiten sind zu verändern, um zur Gesundheit zu kommen, um zu leben ohne Krankheit zu kommen. Immer wieder erzählt man sich die Geschichte eines wohlhabenden Mannes, dem die schreckliche Diagnose unheilbarer Krebs mitgeteilt wurde. Er verkaufte all sein Vermögen, um mit dem Geld eine lang ersehnte Weltreise zu machen. Von dieser kehrte er verarmt zurück, aber gesund und heil. Ich denke, die Geschichte ist bekannt. Eine besondere Bedeutung bei der Umstellung des Lebensstils in Richtung Gesundheit haben regelmäßige Rhythmen im Tagesablauf. Besonders betrifft das den Schlaf, die Mahlzeiten und die Verdauung. In engeren Zeitabschnitten betrifft das sogar auch den Rhythmus des Atmens. Ein bewusstes Zweitaktatmen mit längerem Ausatmen und nachfolgend etwas kürzerem Einatmen hat nach meiner Erfahrung schon sehr vielen Menschen geholfen, ihre Krankheit zu überwinden. Probieren Sie es selbst einmal. Anleitung dazu finden Sie im Internet, auch in meinem Portal. Längst gibt es dazu wissenschaftlich begründete Methodenbeschreibungen. Ich selbst publizierte schon mehrfach den Blutdruckentspannungstest nach Professor Hecht. Dabei wird ganz bewusst und intelligent die Steuerung von Emotionen zur Heilung genutzt. Also wieder das Geistige wird eingesetzt zur Heilung. Die volle gedankliche Konzentration auf das Atmen schafft dabei die Regulation des Blutdrucks auch und gerade bei Menschen, die unter Hypertonie leiden.
Umfangreiche Studien zum Blutdrucksentspannungstest zeigen erfreuliche Ergebnisse, nicht nur bei der Regulation des Blutdrucks. Auch andere Erkrankungen verschwanden regelrecht, nachdem der Mensch den Blutdruckentspannungstest täglich erlernt, trainiert und wiederholt hat. Das betrifft im besonderen Maße Gelenkserkrankungen, also Arthrose und auch Bronchitis. Aber auch andere Krankheiten betrifft das, so quasi ganz nebenbei. Ich wage hier sogar die Vermutung auszusprechen, dass wir mit dem Einsatz, mit dem noch konkreteren und intensiveren Einsatz von Emotionen und der Nutzung unserer Intelligenz viele weitere Erkrankungen heilen können. Hier scheint es nur nötig zu sein, sich nach eingehender Beschäftigung mit dieser Methode das erforderliche Vorgehen so zu trainieren, dass es auch funktioniert. Geht eine Person nach einer Erkrankung den gleichen Weg weiter wie beispielsweise ein gestresster Manager nach dem ersten Herzinfarkt, so folgt mit Sicherheit ein zweiter Infarkt. Es ist eine Änderung des Lebensstils notwendig, um Gesundheit wiederherzustellen. Es ist für jeden Einzelnen abzuwägen, welchen Weg er gehen will. In Indien sagt man über Krankheiten, ich zitiere, entweder ist es ein Schuss vor den Bug, den man wahrnimmt und etwas ändert, oder es ist Karma, der schicksalhafte Weg in den Tod. Bei einer mir sehr gut bekannten Person wurde im Alter von 63 Jahren Brustkrebs festgestellt. Mit diesem Tag der Diagnose veränderte die Frau auf der Basis ihres festen Willens sofort und unumstößlich zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit ihren ganzen Lebensstil. Ab diesem Tag ganz, ganz drastisch. Sie trennte sich von Menschen ihrer Umgebung, die einen negativen Einfluss auf ihre Gedanken haben. Sie konzentrierte sich voll und ganz auf die Umstellung ihres Tagesablaufs und baute in ihre Abläufe, also die beruflichen Abläufe, regelmäßige Pausen ein. Das schaffte ihr gedankliche Freiheit. Ich möchte sagen, gedankliche Entgiftung. Natürlich stellt sie auch ihren Rhythmus um und gestaltet den Ablauf von Schlaf, Ernährung, also Mahlzeiten und mäßiger körperlicher Bewegung nach einem strengen Plan, den sie vorher entwickelte und dann auch streng einhielt. Natürlich war das auch nur in Verbindung zu sehen und nur in Verbindung mit medizinischen Maßnahmen der Naturheilkunde. Und nur damit war sie letztendlich auch erfolgreich. Aber die geistige Änderung ist auch unbedingt notwendig gewesen. Innerhalb weniger Monate hatte die Frau ihren Brustkrebs besiegt. Er war schon nach kurzer Zeit nicht mehr nachweisbar. Sie fühlte sich und fühlt sich heute noch gesund und hält sich auch in dem gesunden Zustand durch den Einhalt der Maßnahmen der Veränderung des Lebensstils. Mir kommt es hier darauf an, nicht die besonderen naturheilkundlichen Maßnahmen noch zu erläutern. Das ist heute nicht unser Thema, sondern ich will das nur erwähnen. Aber für die Entwicklung ihrer Gesundheit war es unbedingt notwendig, auf geistigen Wege sich zu entgiften, und das ist ja gut gelungen. Auch die Erfolge, und jetzt komme ich zu einem nächsten Beispiel, der von mir entwickelten und mehrfach schon publizierten Methode Agilphonie, beweisen die Notwendigkeit und die Chancen der geistigen Beteiligung am Gesundheitsprozess. Worum geht es bei Agilphonie? Wir haben psychosomatische Erkrankungen, die den Betroffenen schwere Einschränkungen der Lebensqualität zufügen. Das ist zum Beispiel bei Migräne oder Burnout der Fall, aber auch bei anderen Dingen. Mit Agilphonie gelingt es, durch eine gezielte, individuell angepasste Entspannungstechnik diese Erkrankung zu überwinden. Dabei geht es um eine gezielte Änderung der Information im Gehirn durch Entspannung und Anhören von Tönen, die ganz individuell für den Betroffenen entwickelt wurden und die von den Nervenströmen abgeleitet wurden. Und diese Entspannung und Anpassung an die neuen Umwelteinflüsse durch die Töne bringen dann den Erfolg. Durch das regelmäßige Anhören der durch Agilphonie produzierten Töne wird der Inhalt des Stammhirns dort umprogrammiert und informelle Einträge werden zum Normalen reguliert. Das passiert überall dort, wo es gestört ist. Also nicht nur zielgerichtet bei der Migräne, sondern nebenbei, wie vorhin auch beim Blutdruckentspannungstest, auch noch bei anderen
Erkrankungen. Ich freue mich schon länger als 15 Jahre an den Erfolgen bei denjenigen, die diese Methode anwenden und ihre psychosomatischen Erkrankungen dabei überwinden. Bei allen Ausführungen zum geistigen Entgiften, jetzt bin ich langsam bei dem Abteilung 2, haben wir natürlich stets festzustellen, dass es sich nicht nur um körperliche Entgiftung und auch nicht getrennt von körperlicher Entwicklung und Entgiftung geht, sondern das muss in der Einheit betrachtet werden. Eine Aufteilung in einen körperlichen oder einen geistigen Abschnitt habe ich trotzdem ganz bewusst aus didaktischen Gründen vorgenommen. Kommen wir nun zur körperlichen Entgiftung. Dabei ist klar, dass wir heute über Naturzellulit sprechen und den Nutzen übernehmen können, um den Körper zu entgiften. Ionenaustausch, Adhäsion, Mineralversorgung oder Mineralienversorgung und Aufsaugen von Flüssigkeiten sind die wichtigsten Fähigkeiten von Naturzellulit bei der körperlichen Entgiftung. Wie ein Schwamm wandert Zeolit von der Mundhöhle bis zum After durch den ganzen Körper und nimmt dabei die Gifte auf, um sie auf schnellstem Wege aus dem Körper herauszubringen. Da wir im Laufe dieser Woche bereits in vorangegangenen Seminaren viel über diesen Vorgang gesprochen haben, will ich einfach hier mit ein paar Fragen zur gesundheitsfördernden Wirkung des Naturzeolit aufwarten. Was geschieht, wenn Naturzeolit in hohen Dosen eingenommen wird? Die Antwort lautet: Der Wirkmechanismus von Naturzeolit ist so ausgerichtet, dass nicht genutzte Substanzen mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Eine Überdosis ist dabei ausgeschlossen. Zweite Frage. Welche grundlegenden störenden Funktionen sprechen für einen vergifteten menschlichen Körper? Gifte verursachen Entzündungen im Körper, die zum Beispiel die Basis sind für Krebserkrankungen. Sie verursachen des Weiteren oxidativen Stress. Das heißt, wir haben einen Überschuss an freien Sauerstoffradikalen und freien Stickstoffmonoxidradikalen. Die sind in dieser Form sehr aggressiv gegen die Zellen und sogar gegen die genetische Struktur des menschlichen Körpers. Es gilt deshalb der Grundsatz, vor jeder Diagnose muss unbedingt eine Entgiftung erfolgen. Erst nachdem das Gift heraus ist, kann man weiterarbeiten und deshalb ist die Detoxhygiene, so nennt man das, ich komme darauf gleich noch einmal auf dieses Wort zurück, so wichtig, um zu einem gesunden Lebensstil zu gelangen. Nächste Frage. Was bewirken freie Radikale mit ihrem ständigen Verhalten im menschlichen Körper? Beschleunigtes und alterndes, degeneratives Erkranken von Nervensystem, Hemmung der Spermagenese, Atherosklerose bedeutet das. Es bedeutet auch Erkrankung der Atemwege. Es bringt Melanome, Ekzeme, erhöhte Virusanfälligkeit. Es bringt Zellschädigung vielfältiger Art und auch Immunerkrankungen und Hauterkrankungen. Das bedeutet also, wenn wir der ständigen Anwesenheit von freien Radikalen nicht entgegentreten, zum Beispiel mit Naturzeolit-Entgiftung. Was ist eine Detox-Hygiene? Hygiene bedeutet ja immer gesund bleiben, gesund erhalten und etwas für die Gesundheit tun. Und Detox-Hygiene bedeutet das Entgiften, um sich gesund zu erhalten. Die Hygiene konzentriert sich ja in der Medizin zu Beginn auf das Fernhalten und die Beseitigung von krankmachenden Keimen. Und jetzt kommt eben in unserem Zusammenhang auch noch die Beseitigung von anorganischen und organischen krankmachenden Giften hinzu. Die Umweltgifte lauern überall, in der Luft, im Wasser oder in der Nahrung. Aus meiner Sicht möchte ich das noch etwas erweitern, denn ich meine, dass die starken andauernden elektromagnetischen Wechselfelder, denen wir ausgesetzt sind, dass die auch Vergiftung bei uns hervorführen. Damit meine ich insbesondere die von uns Menschen gemachten und immer mehr ausgedehnten elektromagnetischen Felder für mobiles Telefonieren und für die Felder für drahtloses Telefonieren in den Büros und Wohnungen. Auch dafür müssen Maßnahmen ergriffen werden, um sich zu entgiften. Naturzeolit spielt selbstverständlich dabei eine große Rolle. Längst ist erwiesen, dass Naturzeolit auch für die Entgiftung des Körpers und die Reinigung von den Folgen schädigender elektromagnetischer Felder geeignet ist.
Naturzellulit bildet also die Klammer von geistiger und körperlicher Entgiftung. Erfreulicherweise hat diese Entgiftungsmethode mit Naturzellulit keine nennenswerten unerwünschten Nebenwirkungen. Obwohl Naturzellulit seit ca. 2400, 2500 Jahren von Menschen eingesetzt wird, gibt es keinen einzigen Nachweis, dass Naturzellulit Schaden oder toxische Wirkungen angerichtet hat. Es wird also empfohlen, Naturzellulit für Leben ohne Krankheit einzusetzen. Unbedingt können wir damit einen Schwerpunkt nutzen für weitere Chancen auf dem Wege zu Leben ohne Krankheit, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Was macht denn Naturzellulit so wirksam? Ganz klar, schnell gesagt auch, dass einmal die Entgiftung und zum anderen die Mineralienzufuhr für lebenswichtige Funktionen durch Ionenaustausch. Und die starke, extreme antioxidative Wirkung, denken Sie an die Sauerstoffradikale und Stickmonoxidradikale, ist hier von Bedeutung. Wir haben also das Problem, dass wir erkennen, dass Entgiftung ganzheitlich zu erfolgen hat. Spätestens nach diesem Live-Seminar wissen Sie das. Und es geht nicht nur darum, erinnern Sie sich an Tag Nummer 1, an das Montagsseminar, dass wir ca. 2 Kilogramm Gift und Schadstoffe pro Kopf und pro Tag auf dieser Welt emittieren und dass wir denen einfach nicht entgehen können, sondern wir können nur die Wirkung dieses Giftes durch Ausleitung, durch Entgiftung vermindern und unsere Gesundheit erhalten, sondern es geht auch um elektromagnetische und geistige Entgiftung. Diese sind unbedingt notwendig. Das Ziel ist also eine bewusste Beeinflussung der Faktoren zur Entgiftung und die Einnahme von Naturzellulit zur gesunder Haltung. Und die praktische Anwendung sei hier gegeben. Jeder, der an den Seminaren teilgenommen hat, weiß, dass es täglich praktische Anwendungen zu den Schwerpunkten gab. Die lautet, 1x6 Gramm täglich einzunehmen, nach genau den Empfehlungen, die ich gebe. Und welchen Zellulit man nehmen sollte, das klären wir auch gleich, nachdem wir einmal nochmal zur Kenntnis genommen haben, dass wir Silizium unbedingt brauchen und Naturzellulit ist Silizium. Silizium macht uns auch stark zur Entgiftung. Ja, ich hatte ja selbst auch das Problem, mich entgiften zu müssen und für die körperliche Entwicklung, für die körperliche Entgiftung habe ich dann nach langem Suchen das Beste suchend Naturzellulit 10 Mikrometer gefunden. Und ich biete Ihnen Naturzellulit 10 Mikrometer über den Shop an. Es ist meines Wissens das Beste von der besten Qualität. Und ich muss auch sagen, man sollte nicht das Risiko eingehen, mindere Qualität einzunehmen. Wir haben es durch eine Frage einer Teilnehmerin in diesem Seminar am Montag erfahren, dass es zu Schädigungen kommen kann. Und beim Nachlesen zu dieser Frage habe ich sogar festgestellt, dass es lebensbedrohlich war. Es war nämlich in dem Zeolit, der von der Fragerin eingenommen wurde, war ein zu großer Anteil von zu kleinen Körnchen, nämlich im Nanobereich drin. Hier Naturzeolit 10 Mikrometer haben wir konstant 10 Mikrometer Körnchen. Und nimmt man einen Anteil von 67 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ein von diesen nicht zu empfehlenden Nanobereichen, dann kann es schon zu einer letalen Dosis für einen erwachsenen Menschen kommen. Also ich warne davor, Zeolit einzunehmen mit nicht ausreichender, entsprechender Qualität. Und deshalb blende ich hier ein, wo man Zeolit 10 Mikrometer erhalten kann. Und deshalb gebe ich Ihnen auch hier die Möglichkeit, meine Anwendungsempfehlungen herunterzuladen. Das können Sie jetzt tun. Diese Anwendungsempfehlungen gelten für Naturzellulit 10 Mikrometer und beachten jede Kleinigkeit und jedes Detail, um effektiv Naturzellulit einzunehmen. Heute mal unter dem Gesichtspunkt der Entgiftung, aber es gilt auch unter jedem Gesichtspunkt, welche wir in den vergangenen 5 Tagen und heute betrachtet haben, aber auch über weitere Gesichtspunkte hinaus. Also eine, nehme ich an, wohlgemeinte Anwendungsempfehlung, die ich Ihnen unbedingt ans Herz legen möchte, damit Sie zum Ziel kommen, zum Erfolg kommen. Und des Weiteren, ich hoffe, die Interessenten haben sich das jetzt heruntergeladen, des Weiteren
nehmen Sie bitte die Möglichkeit wahr, hier das E-Book von Professor Hecht zum Thema Zeolith herunterzuladen. Es sind drei wesentliche Kapitel und ich kann Ihnen nur sagen, es ist sehr, sehr interessant für jemanden, der sich bewegt in Richtung Leben ohne Krankheit, das zu beachten, was dort darin zu lesen ist, und kann jeder sein Wissen dort noch einmal vertiefen. Wir haben also in den vergangenen 6 Tagen 6 Themen abgehandelt: über die Entgiftung, eine Frage des Überlebens, effektiver Helfer bei Chemo- und Strahlentherapie, des Weiteren, so hilft Zeolith bei Diabetikern, mit Zeolith erfolgreich bei Polyneuropathie, gestern Jungbrunnen, Zeolith, gesund, steinalt werden, und heute ganzheitliche Entgiftung. Bei all diesen Fragen haben wir nicht nur die überzeugenden Vorteile der täglichen Einnahme von Naturzeolith kennengelernt, sondern auch den praktischen Umgang mit diesem Naturprodukt. Ich lege Ihnen ans Herz, nur hochqualitativen Naturzeolith zu verwenden. Wir sprachen schon über die Gefahren dabei. Ich halte es damit, nur den Naturzeolith einzunehmen, der mir als beste Qualität bekannt ist. Und das empfehle ich Ihnen auch. Und das ist nach umfangreichen Studien und Messungen für mich nach wie vor Naturzeolith 10 Mikrometer. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit auch heute wieder und freue mich, dass Sie auch so lange ausgehalten haben. Und jetzt wende ich mich den Chat-Eintragen zu. Globulis, Nosoden, Vitamin C, OPC und ähnliches mit Zeolith. Dazu, bei Verwendung von Zeolith mit anderen, ist eigentlich zunächst einmal das Gute zu sagen, dass Zeolith niemals andere Substanzen in ihrer Wirkung beeinflusst. Also auch ist weitläufig ganz klare Überzeugung in der Wissenschaft, dass Zeolith niemals die Wirkung von Medikamenten beeinträchtigen kann. Aber das gilt nur, wenn man es in der Form einnimmt, wie ich es in den Empfehlungen vorhin dargestellt habe, beziehungsweise zum Download freigegeben habe. Die von Ihnen, Frau Vogel, dargestellten Dinge, wie zum Beispiel Vitamin C, OPC, MSM und so weiter, wenn die in dem gebührenden Abstand, in dem gebührenden zeitlichen Abstand zur Einnahme von Zeolith eingenommen werden, dann ist es okay. Oder um es klar zu sagen, wenn Sie Zeolith spätestens eine halbe Stunde vor der ersten Mahlzeit einnehmen und frühestens 3 Stunden nach der letzten Mahlzeit einnehmen, dann kann Ihnen überhaupt nichts passieren. Dann gilt das natürlich auch, die Einnahme dieser Medikamente wie eine Mahlzeit zeitlich zu sehen. Also nicht parallel einnehmen, zeitlich parallel einnehmen, sondern dort den zeitlichen Abstand, so wie ich es gesagt habe, wie auch zur Ernährung zu nehmen. Ja, und in der Kombination können Sie es einnehmen. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, auch das steht in den Empfehlungen, dass Naturzeolith in Suspension, also eingerührt in Wasser, eingenommen werden sollte. Und dass mäßige körperliche Bewegung einen großen Einfluss auf die Effektivität, also gute Wirkung von Zeolith hat. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage damit beantworten können, Frau Vogel. Gibt es noch weitere Fragen in diesem Bereich im Chat? Ich lasse mal noch Gelegenheit, allen Ihre Fragen einzugeben und verweise nochmal auf die Möglichkeit, mir auch eine E-Mail zu schreiben, um Fragen beantwortet zu bekommen. Ich tue das sehr gern, und wenn ich die Fragen nicht aus der Hüfte beantworten kann, dann können Sie sicher sein, dass ich mich um die Antwort kümmere, nachdem ich die Literatur oder andere Experten, mit denen ich zusammenarbeite, weltweit dazu befragt habe. Ja, es sind jetzt weiter keine Fragen eingetragen, und ich bedanke mich nochmals für Ihre Teilnahme, ganz besonders bei denjenigen, die die ganze Woche durchgehalten haben, und verweise noch einmal darauf, Sie können das sich sehr gern in der Aufzeichnung ansehen. Vielen Dank, und ich wünsche Ihnen Leben ohne Krankheit.